Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Ark Survival Wolfed Catania. Ja, ich habe hier schon mein Objekt der Begierde ausgewählt. Das ist dieser Iguanodon hier mit einem unglaublichen Level von 39. Ich glaube, zu toppen geht das kaum noch. Und den werden wir uns jetzt mal besorgen. Ich weiß nicht, ob das, was ich an Pfeilen habe, dafür ausreicht, aber ich hoffe es schwer. Du bist natürlich auch hübsch und bist Level 4. Hier vorne läuft auch ein super hübscher Parasaurolophus. Die sind aber alle so mini vom Level, dass ich sage, lohnt sich eigentlich nicht, die zu zähmen. Ich habe die bisher, die hier, der hier oben, der sieht natürlich super aus, ne? Den hätte ich mir jetzt gekrallt, aber Level 4, komm. Das tut sich keiner an. Ja, jetzt würde ich sagen, wir holen mal 10 Pfeile. Eine Bola habe ich noch. Wenn die nicht reichen sollte, ich glaube, dann werde ich mir noch eine weitere bauen. 10 Pfeile habe ich. Ich weiß aber nicht, ob die reichen. Also da muss man echt mal gucken. Triceratops, mit dem habe ich auch geliebäugelt, ist aber auch wieder viel zu niedrig vom Level. Ja, und dann brauchen wir Narkobären, ganz viel Narkobären und ganz viel andere Bären. Deswegen am besten einfach schon mal ein bisschen einpacken hier. Dann können wir noch ein bisschen Narkotik bauen. Und vielleicht noch den einen oder anderen Pfeil. Oh, diese Airdrops hier, die gehen die ganze Zeit runter. Die ganze Zeit. Mann, was ist das komisch? Da kommen die Dinger runter und dann gleich kommt dieses Geräusch. Man weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Ob die jetzt, teilweise kam es ja auch nicht, als ob die dann, vielleicht kommt das ja auch echt nur, wenn sie gerade den Boden berührt haben, aufgeprallt sind und da jetzt auch echt was drin zu finden ist. Kann ja sein, dass die sonst einfach nur so tun, als ob sie herabfallen und aber eigentlich schon in der Atmosphäre verdunsten. So, machen wir noch mal ein bisschen was. Damit wir zumindest mal so, naja, 40 Pfeile wäre schon schön. Narkosepfeile. Herstellung, Waffen, Munition, entfernt. Nee. Nee. Ja. So, gerade wieder scheiße heiß im Haus geworden. Ich habe wieder einen leichten Hitzschlag. Ich muss erst mal was saufen gehen, glaube ich. Wenn ich dann unten mit dem Iggy am Kämpfen bin, das kann nur katastrophal ausgehen, wenn ich da ohne Wasser einfach runterlatsche. Ich glaube, das ist nicht klug, was ich gerade vorhab. Wir gehen einfach mal unten die Treppe runter. Keine schöne Treppe, aber es ist halt. Hier gibt es ja jetzt eine Tür, die uns einfach mal gepflegt zur Seite schiebt. So, die Treppe. Ah! Okay, war Gops wie gesprungen. Da hätte ich auch hier runterspringen können. Ja, ich muss unbedingt mal Wasserrohre anbauen. Ah, jetzt. Ich dachte, ich kann hier nichts mehr trinken. Was ist denn das? So. Meine fliegende Treppe, guck doch mal, wie schön sie ist. Aber es geht. Um hier hochzukommen, muss ich nur etwas springen und dann bin ich oben. Okay, gut. Ich könnte, Leute, ich könnte den Iggy hier reinlocken. Dann könnte ich die Tür zumachen. Ich weiß nicht, ob das geht, aber es wäre eine Idee. Sicherer Tame auf jeden Fall. Und die Bola habe ich sicher? Ja, die habe ich sicher. Gut, okay. Man weiß ja nie. Da ist er ja schon. Der ist uns hoch ins Lager gefolgt. Mal gucken, ob es geht. So, da haben wir ihn.
Der guckt schon freundlich. Da ist er schon hin. Sehr schön. Da ist er schon. So, dann halten wir mal um die Bola zu entfernen. Okay, Inventar öffnen. Und da können wir dem jetzt Beeren reintun, die er verdrücken kann. Ja, das war schon. Das war einfach. Tatsächlich. Aber es gibt doch solche Brocken mit Level 150 oder so. Wenn ihr die da zählen wollt, dann ist es doch nicht mehr ganz so einfach, wenn ihr da einen ganz normalen Bogen nehmt. Weil, wenn ihr jetzt einen normalen Bogen nehmt und ihr schießt mit Betäubungspfeilen, dann sind die natürlich weniger wirkungsvoll, als wenn ihr hier einen Crossbow nehmt und mit dem dann die Pfeile abschießt. Die machen aber dann auch mehr Schaden. Also da müsst ihr echt gucken. Manche Tiere vertragen den Schaden nicht, aber der Iggy hier ganz gut, der kann das ab. Ja. Schön, dann zähmt er jetzt. Sehr, sehr schön. Ich muss mal gucken, wann kriegen wir denn? Das macht keinen Sinn. Wir gehen erstmal auf unser Inventar und geben das Level aus. Ich würde sagen, in Leben. Ist das nicht verkehrt? Blueprint Station Add-on, was ist das denn? Breaks down weapons, armor, tools. Settles to create blueprints that be in a safer shared with others, can only be attached to an upgrade station. Aha, da können wir Settle quasi in Blueprints umwandeln. Upgrade Station. Da können wir... Habe ich eigentlich schon den Iggy-Sattel? Welches Level bin ich denn? Also 40 Engram-Punkte habe ich. Das sind tatsächlich relativ viel. Igu. Da kommt das Level 30. Ich werde bescheuert. Oh, da braucht man nur noch ein Level. Schwein gehabt. Also Pech im Glück im Unglück, kann man so sagen. Oder ist schon gleich gezähmt, das geht aber schnell. Fiumia. Nee, den brauche ich noch nicht. Hier unten ist auch noch ein Iggy. Auch so in braun. Oh, da unten ist ja auch noch einer. Wo kommen die denn jetzt alle her? Der ist Level 19. Okay. Boah, der blaue. Oh, wieso habe ich nicht... Okay, der ist aber vom Level eigentlich auch nicht so übel. 33 geht auch noch. Und wo ist jetzt der andere, der hier eben noch war? Hier ist noch einer. In der Meinung, hier war gerade einer vorbeigerannt. Hä? Muss ich mich verguckt haben. Aber der blaue hier ist ja auch mal schälen. Weiblich. Naja, 20 Iggys brauche ich jetzt auch nicht. Dann lieber den 39er als den 33er. Macht ja doch einen kleinen Unterschied. Kommt aber auch immer drauf an, wie die gelevelt sind. Ja, ich kann euch... Ich habe jetzt kein Super Spyglass, von daher... Das ist immer so eine Überraschungssache. Man zähmt die Viecher und sieht ja erst nach dem Zähmprozess, wenn es erfolgreich war, ob welche Stats das Tier hat und ob man das jetzt umsonst oder nicht umsonst gezähmt hat. Wo liegt er denn jetzt eigentlich? Ach, da hinten. Level 10? Hä? Okay. Hä? Habe ich jetzt echt... Mann, ey, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht.
Okay, wir ziehen uns noch ein. Ich muss noch eine Bola bauen und dann ziehen wir uns noch ein. Ich brauche nur noch Leder. So, und du bleibst jetzt mal hier. Und dann gucke ich noch mal nach dem Weibchen, das da blau rumlief. Ich habe doch glatt 39 gelesen. Wie geht denn das? Habt ihr das nicht auch gelesen? Habe ich mich so verlesen, ja? Dass ich der Meinung bin, ich zähme da ein Level 39er EG. Was ist denn hier los? Hallo, wo sind denn alle? Level 19, okay. Wo ist der Blaue? Ganz schön dunkel hier, hä? So im Walde. Wo war denn der? Blauer E. Ach, hier ist er. Level 3. 33, ja. Gut, okay. So. So. Der hat jetzt schon ein paar Pfeile mehr gebraucht. Inventar öffnen. Ach Quatsch. E halten, um die Bola zu entfernen. Zack. Okay. Gut. Und wehe, du bist jetzt nicht Level 33. Ich warne dich. Oh. Ich habe sie ganz genau gesehen. Warte mal, die müssen wir jetzt erstmal platt machen hier. Wo sind sie? Gerade habe ich sie da noch rumrennen sehen, die komischen Titanomyras. Wo liegt denn der Iggy jetzt? Hier. Okay. Dit. So, 33, wir haben es gesehen. So, ich gehe jetzt noch mal hier auf die Titanomyras. Da sind sie. Oh nein! Ich sehe ihn jetzt schon nicht mehr. Iggy! Ach hier. Leuchtet die jetzt? Nee. Schade. Ich dachte, die kann man. Ach doch. Wusste ich doch. Na ja gut, bringt jetzt nicht so viel Licht, ja, aber so ein bisschen zumindest. Neunundfünfzig. Ich fühle mich gedisst. Ganz ehrlich.
Ich kann noch ein bisschen was hacken. Ich brauche noch mein Level unbedingt zusammen. Haben wir erstmal die Hälfte von Level 30 geschafft. Hilfe. Und dann brauchen wir ja auch noch Leder für den Sattel an sich. Ne? Einfach gebaut ist der ja auch nicht. Wie viel brauche ich denn da? Oh. Giselle Bündchen. Okay. Gucken mal. Upgrade Station Manual. Was ist das denn? Explains how to use the Upgrade Station, the Blueprint Station and the Argument Station. Okay. Was sie hier alles gemacht haben. Okay. Igu. Da ist er. Keine Ahnung, wie viel, aber bestimmt viel. Na? So, ich würde mal hier meine Fackeln aufsammeln. E. Wo ist die andere? Hier. E. Da haut mein Iggy natürlich mal fett so ein Ankylo an, ne? So doof kann's kommen. So, bist du jetzt denn noch... Oh ja, gut. Er ist Level 49. Sehr gut, da hat er ja zumindest mal ein paar Level dazu gekriegt. So soll das sein. Nicht, dass man Level 39er zähmt und der ist am Ende Level 10. Da läuft irgendwas schief dann. Das braucht man nicht. Ja, und für den Enki können wir eh noch keinen Sattel bauen. Das ist doof, aber es ist so. Wir laufen zwar ganz viele davon rum, aber die bringt mir ja nichts. Ich hoffe, ich orientiere mich hier richtig. So, laufe ich hier noch richtig? Ja, ich glaube, da hinten sehe ich schon mein Haus funkeln. Muss unbedingt auch noch ein paar Fackeln außen hinstellen, damit man das sieht. So, Freund Nase. Alle Mann hereinspaziert. Gut, du stehst da nicht ganz richtig drin, aber... Gott, wie soll ich dich hier wieder rausparken? Okay. Muss so gehen. Oh ja, eine Armbrust, guck doch mal. Aber dann sind meine Engramme, also ich würde einfach noch eine Runde warten und lieber erstmal den Sattel für den Eli bauen, das wäre mir am liebsten. Da unten kommt da. Gut, dann arbeiten wir uns mal zu unserem ersten nächsten Level hoch. Es dämmert anscheinend wieder. Und dann würde ich sagen, bis zu einer nächsten Folge, Catania. Tschüss und auf Wiedersehen.